Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, ja, heute musst du früher ins Bett gehen. Ach, wir haben immer noch den Level Up, den habe ich vergessen. Das machen wir direkt. Sobald wir hier was machen können. So, ich muss mit Katori sprechen. Da können wir noch fortgeschrittenes Steinwissen. Ausdauerwissen. Das machen wir. Bestätigen. So. Kupferstäbe haben wir. Kupferstangen. Ich muss die unbedingt mal sortieren. So. Unbedingt sortieren. Und ich muss meine Datendisks abgeben. Und ich muss Tau sammeln. Einen habe ich. Den könnte ich mir eigentlich mal in die Schnelldings noch legen. Dass ich das sehe, wie viel ich da habe. Die brauchen wir nicht da. Und? Hallöchen, Handwerker. Sieht aus, als hättest du deinen ersten Sandsturm überlebt. Haha. Dieser Sturm hat meinem Saloon aber ganz schön zugesetzt. Zusätzlich zur Bühne hast du es wahrscheinlich nicht gemerkt. Hier fehlt etwas. Etwas sehr Wichtiges. Das Mondschild über dem Saloon. Bingo. Das Stadtbild von Sandrock ist ohne das einfach nicht dasselbe. Ich bin immer noch damit beschäftigt, hier alles zusammenzuflicken. Also habe ich gehofft, du könntest mir es für mich finden und zurückbringen. Oder wenn es komplett kaputt ist, mir ein neues bauen. Aber lass uns nicht direkt aufgeben. Der Sandsturm ging hauptsächlich in Richtung der Jagdmill Ranch. Kannst du mir helfen, es zu finden? Klar. Super, wenn du dorthin gehst, achte auf Knallhühner. Die sind nicht nett. Ich sehe als bewaffnet, beflügelt und gefährlich. Wie auch immer, wenn du es findest, baue es bitte auch für mich. Mein Saloon ist ohne einfach nicht dasselbe. Okay, machen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal mit ihr hier reden. Mit Katori. Oh, hey there. You got something for me? Ja. Well, I'll be darned. This relic fragment. It's exactly the one I was looking for. I can't believe it. Look, look, I have the other fragments right here. Oh, gut. Why don't you go over to the recovery machine in my museum and reconstruct this item? Come back when you're done. Okay. Machen wir. Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden, weil noch weiß ich nicht, wo alles steht. Das Research Center. Da kann ich dann noch die Datendisks abgeben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das beim Research Center gewesen sein. Schon so lange her, wo ich My Time at Portia gespielt habe. So, einmal wieder herstellen. So, haben wir jetzt. Das können wir dann der Katori bringen. Und wir gehen gerade beim Research Center vorbei. Da könnte ich ein paar Datendisks noch abgeben. Heiki. We meet again. Forschen, genau. Bürgerlicher Ofen. Verarbeiter. Und den Schleifer brauchen wir. Ein
haushaltswiederverwertbaren Tausammler. Der ist wichtig. Forschen. Und dann brauchen wir den Verarbeiter, glaube ich. Ach so, er kann immer nur eins forschen. Okay. See you later. Gut, Tau-Sammler hat jetzt aber eindeutig Vorrang. Bin ich denn reingekommen? Da? Da! Weil dann haben wir endlich Wasser. Und ich muss nicht immer die Dings herstellen. So, hi Katori. So, ein Stück Vergangenheit. That's a nice looking relic. I'm gonna display it in my museum. Here's something for your hard work. Danke. Keep your eye out for more relic pieces in the future. Anytime you collect a full set, you can use the recovery machine to reconstruct a relic. Okay. Then you can put them on display in the museum. And I might add, donors will be rewarded handsomely. So long, partner. Cool. So. Mir ist aufgefallen, dass alle deine Geräte in deinem Garten aufbewahrst. Meine Spielgeräte sind blitzblank und sicher vor Sandschäden in meinem Spielzentrum. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich brauche eine Halle oder sowas. Ich brauche eine Halle oder sowas. So. Jetzt müssen wir gerade mal die Blue Moon Dings hier suchen. Gucken mal, ob wir das finden. Hi Mabel. Well, hello. Einmal plaudern. Oh, Entschuldigung, die wollte was sagen. Nun, einer der Sandstürme musste früher oder später kommen. Halte durch, Handwerker. Sorg dafür, dass du dich nach dem Wiederaufbau ausruhen kannst. Take it easy. Da liegt einfach mal ein Stück Fleisch rum. Ach, da sind die Hühner. Okay. Okay. Halleluja. So. Einmal Blue Moon Schild. Dann installieren wir das doch direkt mal. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und dann können wir noch nach einer Tagesaufgabe gucken. Wir werden mit Sicherheit das ein oder andere Geld brauchen. Wie komme ich denn da hoch? Da wäre eine Möglichkeit. Hohe Qualität. So. Es ist toll, es ist wieder ganz. Haha, vielen Dank. So, hier habe ich... sehen, da lag auch noch was, was da nicht hingehört. So, Tagesaufgabe können wir direkt noch gucken. Oder ich gehe gerade in die Ruinen. Das wäre vielleicht geschickter.
Gehen wir in die Ruinen. Und sie sagte ja, ich muss da ziemlich weit runter. Wahrscheinlich, dass ich halt an Zinn komme, ne? Und solange wir hier noch freien Zugang haben, also solange der noch gilt, ich weiß gar nicht, 7 Tage oder so gilt der. Da muss ich auch nochmal hin irgendwann, ne? Genau, da gehen wir hin, betreten. Irgendwann räumen wir das oben auch nochmal weiter auf. Irgendwann. Ich kann gedrückt halten. Ich vergesse es gerne mal. Ich vergesse es gerne, dass ich einfach gedrückt halten kann. Ein Loch. Da sind noch Relikte. Die sollte ich natürlich noch mitnehmen. Da oben sind noch Dinge. Hier oben war doch die Treppe. So, wahrscheinlich muss ich hier irgendwie durch.
Ja, gleich ist auch vorbei mit der Energie. Wobei, ich kann noch essen. Ich habe noch Essen dabei. 7. Und ich habe hier noch Dingsfleisch, Störfleisch. So. Das macht nochmal Ausdauer. Groß. Machen wir hier noch ein bisschen sauber. Können wir vielleicht noch ein oder andere Datendisk oder irgendwas abstauben. So. Ruine verlassen. Bestätigen wir. Und dann müssen wir auch ins Bett. Dann müssen wir ins Bett. Ja, die Bühne steht auch noch an. So, das kann man natürlich auch noch gleich mitnehmen. Holzschrott haben wir noch. So, auf ins Bettchen. Ja, damit verabschiede ich mich dann auch für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.